Oui, monsieur, dame, il faut cuisiner. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, ein Buch ganz ohne Serifenschrift, deshalb habe ich Probleme beim Vorlesen. Den Inhalt finde ich teilweise ziemlich fragwürdig. Es ist das Berufsschulbuch für Köche oder ja, das Berufsschulbuch für Köche. Es gibt noch ein anderes, die Lehrküche, habe ich auch hier liegen. Ich lese es trotzdem vor, weil es das Berufsschulbuch ist. Und ich bin im Teil Einführung angekommen beim Umwelt- und Verbraucherschutz, im Teil 2 Verbraucherschutz, Consumer Protection und la protection du consommateur. La protection du consommateur. Consumer Protection. Verbraucherschutz. Als die Menschen noch von den selbst angebauten Feldfrüchten lebten und ihre eigenen Haustiere zur Fleischversorgung hatten, wusste man genau, was auf den Tisch kam. Doch schon im Mittelalter lebte der Bauer außerhalb der Stadt und der Handwerker im Stadtgebiet. Damit waren Erzeugung von Lebensmitteln und Verbrauch bereits damals voneinander getrennt. So jung wie heute treffen wir uns nie wieder. Heute kann man den Weg eines Lebensmittels vom Erzeuger zum Verbraucher oft nicht nachvollziehen. Das ist der Grund, warum der Gesetzgeber Regelungen zum Schutz des Verbrauchers erlassen hat. Regelungen zum Schutz des Verbrauchers ohne Serifen, wie alles andere im Buch ohne Serifen, fett gedruckt. Diese Bestimmungen binden Erzeuger, Verarbeiter und Handel. Wichtige Vorgaben des Gesetzes zeigen die folgenden Beispiele. Und dann werden die aufgeführt und damit ist der Abschnitt schon vorbei. Hier links steht noch was mit einem blauen Punkt. Ich kann es mir gerade zeigen. Hier. Auch wenn man im Einzelfall besonders als Betroffener sich über Vorschriften beschwert, der Schutz des Verbrauchers, des Gastes ist wichtig als Erschwernis. Ist wichtiger als Erschwernis in Produktion oder Vertrieb. Auch wenn man im Einzelfall besonders als Betroffener sich über Vorschriften beschwert, ist das suggestiv, finde ich vollkommen daneben. Das ist davor noch schlimmer. Ja. Es geht weiter mit Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, LFGW. Ja. Tschüss, bis morgen.